Ja, Horst, der Saisonauftakt ist eigentlich schon geschehen. Trotzdem ist es jetzt nochmal der zweite Auftakt, nämlich in der Regionalliga Südwest. Am Samstag geht es mit dem Heimspiel hier in der Osafam Arena gegen Offenbach los, also direkt schon richtiger Kracher. Aber bevor wir auf das Spiel gegen Offenbach kommen, natürlich so zwei Wochen nach dem Pokalspiel. Also ich habe das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht, dass immer noch so dieses positive Gefühl in einem drin steckt. Wie sieht das bei dir und bei der Mannschaft aus? Ja, es ist so. Natürlich sind zwei Wochen Arbeit dann auch wieder Arbeit zum Teil für die Jungs. Ja, ich habe überwiegend Freude an meiner Arbeit und trotzdem muss ich natürlich hin und wieder was abverlangen, was den Jungs keinen Spaß macht, wo sie sich einfach quälen müssen, und das haben wir getan. Das positive Gefühl aus dem Spiel Mainz bleibt. Ja, die Jungs haben bestimmt ein großes Feedback bekommen von vielen Leuten. Ich persönlich habe es bekommen von vielen Leuten. Insofern weiß ich, dass wir da beobachtet worden sind. Und dafür spielen wir ja auch, dass wir Leute, die am Fernsehschirm fiebern, irgendwo fiebern, die im Stadion mitfiebern, dass wir denen das Gefühl vermitteln, Mensch, wir haben alles gegeben. Und das konnte man deutlich erkennen, dass wir da alles gegeben haben, uns in alles reingeschmissen haben. Und dann sind viele Fans und Zuschauer und Freunde des Vereins einfach auch schon zufrieden. Und das haben die Jungs mitbekommen. Deshalb gehen sie mit einem guten Gefühl auch in die Meisterschaftsrunde. Man hat auch das Gefühl gehabt beim Pokal, du hast kurz die Fans angesprochen, dass da auch extrem viel Support von den Rängen kam. Jetzt kann man davon ausgehen, dass beim Auftakt hier wieder einiges los sein wird. Spornt das auch nochmal an? Ja, ich persönlich bin immer relativ unabhängig, aber ich glaube, wenn du auf dem Feld stehst und hast eine Resonanz auf den Rängen für gute Aktionen, natürlich auch für Fehlpässe, dann registrierst du das schon mehr und da kommt noch ein Stück weit mehr Adrenalin vielleicht raus und dementsprechend der Fokus nochmal ein bisschen mehr, dass du dir weniger Fehler erlaubst und mehr gute Aktionen machen möchtest. Ich glaube, dass das eine Riesenwirkung auf die Spieler hat. Ich persönlich bin immer so konzentriert an der Linie, dass ich das nur am Rande immer wieder wahrnehme. Und aber für die Spieler ist es ein Riesenevent, dass die Zuschauer wieder da sind und am liebsten eben so ein Spektakel, wie es jetzt auch war, gegen Mainz mit einem besseren Ausgang für uns. Das wäre definitiv wünschenswert. Dann blicken wir auch mal auf Offenbach. Die Mannschaft hat sich natürlich jetzt wieder, ähnlich wie bei uns, an gewissen Stellen verändert beim OFC. Trotzdem, den Trainer kennst du sehr gut, das Trainerteam kennst du sehr gut, die Ausrichtung der Offenbacher. Insofern, was erwartest du da? Ja, es wird ein Spitzenduell direkt zum Auftakt sein. Die Offenbacher kommen mit einer breiten Brust, haben das erste Spiel gewonnen gegen Homburg zu Hause vor Zuschauern. Da haben sie Geschmack gefunden, auch Spiele gewinnen zu wollen. Das hatten sie aber in der vergangenen Rückrunde schon geschafft. Insofern ist da eine sehr stabile Struktur da. Sreto mit Kova machen gute Arbeit als Trainerteam dort. Dementsprechend sehr stabile Mannschaft, die noch zwei, drei Neuzugänge integriert hat in ihre Mannschaft. Ja, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden, 50-50-Spiel, wo ich hoffe, dass wir unsere Situation dann zu Ende spielen und gut verteidigen, dass wir dann eben auch als Sieger vom Platz gehen können. Aber es wird ein herausforderndes Spiel, wo Mannschaften aufeinandertreffen, die beide Fußball spielen wollen, die beide wissen, wie sie verteidigen wollen, die ganz gute Standards können alle. Deshalb, wird ein spannendes Spiel. Das ist ja auch was, worauf wir uns freuen. Dann schauen wir noch zuletzt auf die Vorbereitungswoche. Wie lief die mit der Mannschaft ab und wie sieht so der personelle Stand aus? Ja, soweit ganz gut. Mittwochnachmittagseinheit fand ich nicht so gut. Mittwochvormittag war gut, heute war gut. Insofern scheint die Stimmung so zu sein, dass die Jungs auch viel Vorfreude haben auf das Spiel und was sie dann auch am Samstag abrufen wollen. Personell ist es ein Auf und Ab. Es geht so hin und her. Sebastian Saftig mit Rückenproblemen hat das Training heute wieder abbrechen müssen, kann am Wochenende wahrscheinlich nicht dabei sein. Kevin Coffey hat heute nicht trainiert, hat davor schon immer wieder lange ausgesetzt. Mal schauen, was morgen ist. Paddy Dragon, Robin Fellhauer, Kevin Konrad, Luca Schnellbacher waren alle angeschlagen, mussten auch Tage pausieren. Muss ich abwarten, wie sie heute das Training verpackt haben, wie es morgen dann aussieht. Dementsprechend stellt sich der Kader erst morgen nach dem Training richtig dar. Und ich gehe davon aus, dass viele doch spielen können von den genannten Jungs. Dann hoffen wir, dass die Mannschaft nochmal fit wird bis Samstag. Dankeschön. Gut, danke.